Wir kommen im letzten Video zu diesem Themenbereich, zum Thema 2.6, zur Einordnung und zur Sprachauswahl. Wo wir uns jetzt in den letzten Videos doch eine Vielzahl von Modellierungssprachen zur Prozessmodellierung angesehen haben, ist jetzt die Frage, okay, was nehme ich denn jetzt in der Praxis? Welche Sprache verwende ich denn, um Geschäftsprozessmodelle abzubilden? Wir nähern uns dem Ganzen hier aus zwei Perspektiven. Einmal aus einer formalen, das heißt, sind die Sprachen überhaupt in der Lage, das abzubilden, was einen Geschäftsprozess ausmacht? Und einmal aus einer handlungsorientierten Sichtweise, das heißt, können wir die Sprachen dafür einsetzen, was wir konkret in einer bestimmten Situation erreichen möchten? Gehen wir vielleicht zuerst auf diesen formalen Aspekt ein, nehmen uns dazu die Prozessdefinition, die wir ganz am Anfang, am Ende von Themenbereich 1 hatten, nochmal her und versuchen das jetzt auf die Sprachen abzubilden. Das heißt, schauen wir uns an, was in dieser Prozessdefinition drinnen steckt und ob das abbildbar ist. Wenn wir uns erinnern, gab es drei Elemente in dieser Prozessdefinition, nämlich eine Prozessstrategie, eine Prozesslogik und die Prozessrealisierung. Wobei wir, das ist hier leicht verschoben, das wird nach außen gehören, 1, 2, 3. Wobei wir gesagt haben, die Prozesslogik liegt im Fokus unserer Betrachtungen, weil das ist, wo man den eigentlichen Geschäftsprozess auf abstrakter Ebene abbilden. Die Strategie liegt drüber und legt fest, was wir überhaupt erreichen wollen als Unternehmen, und die Prozessrealisierung liegt drunter und beschreibt, wie wir den Prozess dann in der Praxis konkret umsetzen können. Ich lese jetzt nicht nochmal alles vor. Um da jetzt die Sprachen darauf abbilden zu können, habe ich versucht, die einzelnen Konzepte rauszuziehen aus dieser Definition. Das heißt, wovon spricht denn diese Definition? Was müsste man denn in einer Modellierungssprache abbilden können? Das heißt, welche Sprachelemente müsste es denn geben, um den jeweiligen Aspekt der Definition abdecken zu können? Das Beispiel, wenn wir in 1a davon sprechen, dass Prozesse einen definierten Anfang und Input haben müssen, dann gibt es hier zwei relevante Konzepte, die da drinnen stecken, nämlich ich muss in der Lage sein, den Anfang eines Prozesses abzubilden und den Input. Genau das gleiche im nächsten Schritt, es muss sowas wie ein definiertes Ende geben, das muss abgebildet werden können, muss im Prozess irgendwie identifizierbar sein, und das Ergebnis muss abbildbar sein. Im dritten Prozessteil, nur um das noch fertig zu machen, haben wir sowas wie das Kundenbedürfnis, das eigentlich modelliert werden müsste, um den Prozess entsprechend dieser Definition, das ist immer die Einschränkung, vollständig beschreiben zu können. So, und so geht es jetzt hier an dieser Stelle durch diese ganze Definition, und wir landen dann bei einem Satz von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Elementen nach unten, die nach unten hin auch immer konkreter werden. Wir sehen also hier, wo wir noch auf Prozessstrategieebene sind, sind wir relativ abstrakt, gehen überhaupt nicht darauf ein, wie der Prozess im Detail abläuft. Dort, wo es dann um die Prozesslogik geht, haben wir die Elemente, mit denen wir uns jetzt zum Großteil beschäftigt haben. Das heißt, was wird denn gemacht, die Aktivitäten, wann passiert es denn, die Startereignisse, die sachlogische Reihenfolge und die zeitliche Reihenfolge, womit wird gearbeitet, die Geschäftsobjekte, und wer arbeitet denn, die Handelnden. Die Handelnden an dieser Stelle, wenn wir dann in die konkrete Ebene der Prozessumsetzung gehen, also der Prozessrealisierung, dass wir da in der Nomenklatur richtig bleiben, die werden dann konkretisiert in das können Menschen oder Maschinen sein. Auch das könnte man jetzt explizit unterscheiden in einer Modellierungssprache zum Beispiel. Die Geschäftsobjekte, die kann man nochmal unterteilen, das heißt, womit wird denn gearbeitet, in sowas wie Sachmittelinformationen, Anwendungsprogramme und Hilfsmittel. Alles andere geht ja eher auf den Ablauf an sich ein und muss an dieser Stelle nicht näher konkretisiert werden. Konkretisieren müssen wir, wer arbeitet denn oder welche Art von Entität arbeitet denn und was manipulieren wir denn? Ist das ein physisches Gut, ist das Information zum Beispiel, und brauchen wir etwas dazu?
So, wenn man jetzt in den einzelnen Modellierungssprachen schaut, welche Elemente sie anbieten und wo diese auf diesen unterschiedlichen Ebenen oder Konzepten zuzuordnen sind, dann ergibt sich die Tabelle, die wir hier jetzt sehen, und die bete ich jetzt nicht runter im Detail. Da bitte einfach nachlesen, wenn es unmittelbaren Klärungsbedarf gibt. Grundsätzlich ist aber zu erkennen, dass auf der einen Seite die Sprachen nach rechts hin, das heißt dorthin, wo sie neuer werden, umfassender werden, in welche Arten von Konzepten sie abbilden. Wo die Flowcharts hier zu Beginn noch große Lücken aufweisen in der Prozessdefinition, zum Beispiel auch nicht festlegen lassen, wer denn handelt, ist es bei der BPMN schon wieder ganz anders. Die hat auch mehrere Modellierungselemente in den meisten Fällen für ein und dasselbe Konzept, um das noch detaillierter beschreiben zu können. Wenn wir nach unten hinschauen oder auf der vertikalen Ebene, dann sehen wir, dass der Fokus eigentlich aller Modellierungssprachen auf der Ebene der Prozesslogik liegt. Weniger erst zum Schluss bei den neueren Sprachen auf Ebene des der Prozessstrategie und relativ schwach ausgeprägt auf Ebene der Prozessrealisierung. Das liegt daran, dass die Prozessrealisierung oft nicht unmittelbar in einer Modellierungssprache abgebildet wird, sondern die Modelle, die als Prozesslogik abstrakt beschrieben werden, in eine Workflow Engine übernommen werden, das heißt in ein technisches System eingespeist werden und dort dann auf Konfigurationsebene die Prozesslogik-Elemente zugewiesen werden. Das könnte man auch in der Modellierung bereits machen. Klassischerweise wird aber, das werden wir dann im Themenbereich 3 sehen, wenn es um die Ausführung geht, wird das Prozessmodell an dieser Stelle genommen, in die Workflow Engine übergeben und dort geht es dann darum, konkrete Ressourcen zuzuordnen. Das heißt, rein von Definitionssicht her unterscheiden sich die Sprachen, wenn man es jetzt nach Generationen trennt, zwar schon fundamental, grundsätzlich decken sie aber die wesentlichen Elemente ab. Das Einzige, was wir in keiner Sprache, die wir hier betrachtet haben, finden, sind Elemente, die das Konzept des Kundenbedürfnisses abbilden lassen. An dieser Stelle hier, das heißt, die eine Zielsetzung eines Prozesses nochmal explizit modellieren lassen würden und auch sowas wie Hilfsmittel und Sachmittel kennen wir an dieser Stelle im Geschäftsprozessmodell nicht. Warum? Weil sich Geschäftsprozessmodellierungssprachen oft eben nicht auf klassische Produktionsprozesse, wo physische Güter involviert sind, fokussieren, sondern eher auf die Verarbeitung von Information. Das heißt, sie bieten eigentlich alle Möglichkeiten, bis auf die Flowcharts an, explizit Informationen zu modellieren. Wenn es dann um Hardware geht, also was die Sachmittel wären, da wird es dann dünn, beziehungsweise in den Sprachen, die wir uns angesehen haben, sind die gar nicht mehr vorgesehen. So, was jetzt hier in dieser Tabelle fehlt, ist noch eine detaillierte Betrachtung des Kontrollflusses. Das heißt, wir haben ja irgendwo gesagt, wir müssen die sachlogische zeitliche Reihenfolge abbilden können. Und wenn wir uns erinnern an die unterschiedlichen Modellierungssprachen, dann ist das ein Aspekt, der sehr stark unterschiedlich gelöst war, der sich auch historisch entwickelt hat. Sowas wie eine Parallelisierung im Kontrollfluss gab es zu Beginn nicht. Das heißt, sahen wir in den Flowcharts oder haben wir in den Flowcharts bis heute nicht. So etwas wie parallel ablaufende Zweige, die man nur lose koppelt über Kommunikationsvorgänge, gibt es auch erst in moderneren Sprachen. Ab den Aktivitätsdiagrammen, auch in der BPMN und in der SBPM, kennen wir das. In der EPK können wir nur strikt koppeln, indem wir einen UND-Konnektor einbauen und die Prozessteile parallel ablaufen lassen und an irgendeiner Stelle wieder zusammenführen. Der Unterschied ist hier, dass bei der losen Kopplung die parallel ablaufenden Prozessteile dann grundsätzlich vollständig getrennt ablaufen, wir also nirgends aufeinander warten müssen mehr. Ob dann irgendwann wieder eine Synchronisierung passiert, ist dahingestellt. In der EPK
bleibt alles in einem Ausführungskontext. Grundsätzlich muss, außer der Prozess endet, müssen parallele Zweige dann auch wieder zusammengeführt werden. Ja, das ist hier noch einmal beschrieben. Was die Kommunikationsmodellierung betrifft, an dieser Stelle, nachdem wir von Prozess- und Kommunikationsmodellierung sprechen, sehen wir, dass die Kommunikationselemente grundsätzlich eher schwächer ausgeprägt sind als die Prozessmodellierungselemente in den Modellierungssprachen, die wir betrachtet haben. Wir finden erste Ansätze dazu in den Aktivitätsdiagrammen mit den Ereignissen, die wir zwischen unterschiedlichen Aktivitäten hin und her schicken können oder die wir in unterschiedlichen Aktivitäten auslösen können. In der BPMN haben wir dann optional verwendbar dieses Pool-Konzept und den Message-Flow. Das heißt, die BPMN eignet sich sowohl zur prozessorientierten, flussorientierten, aktivitätsorientierten Abbildung von Prozessen als auch zur kommunikationsorientierten Abbildung von Prozessen. Steht aber dort an, wo es um komplexere Kommunikationssettings gehen würde. Das heißt, wir haben besprochen, Message Flows sind immer strikte 1:1 Kopplungen, die werden immer von genau einer Person gesendet und oder von einem Pool gesendet und können nur in genau einem vordefinierten Pool empfangen werden. Wenn man mehrere Pools über ein Ereignis informieren möchte, dann muss man mehrere Nachrichten schicken oder die Signale verwenden, die wiederum dann aber für alle sichtbar sind. Das heißt, es gibt nur entweder 1:1 oder 1:n, wo n beliebig groß ist. Die SBPM als die letzte Modellierungssprache, die wir uns angeschaut haben, die stellt ja die Kommunikation als primäres Strukturierungsmittel ins Zentrum des Interesses und bietet uns dementsprechend mehr Elemente zur Konfiguration des Kommunikationsvorganges an. Vor allem sind da die Input-Pools zu nennen, mit denen wir unterschiedliche Kommunikationsszenarien realisieren können, vor allem was auch die Kapazität der Input-Pools beziehungsweise dann in weiterer Folge die detailliertere Steuerung des Nachrichtenaustausches über diese Kapazität der Input-Pools betrifft. Ja, jetzt haben wir die Sprachen gegenübergestellt. Die Frage ist, was nehme ich jetzt? Und die Antwort im Wesentlichen ist, hängt davon ab, was man machen will. Auf der einen Seite, das heißt, worauf möchte ich denn meinen Repräsentationsfokus legen? Geht es mir eher darum, Kommunikationsprozesse, das heißt, den Verteilungsaspekt in einer Organisation abzubilden, dann werde ich eher mit einer kommunikationsorientierten Modellierungssprache wie der SBPM oder der BPMN gehen. Geht es mir eher darum, den flussorientierten, den aktivitätsorientierten, die aktivitätsorientierte Sicht auf einen Geschäftsprozess abzubilden, dann werde ich mich eher mit einer Sprache begnügen, die oder eine Sprache verwenden, die den Aktivitätsfluss in das Zentrum der Betrachtung stellt. Auch hier eignet sich wieder die BPMN, haben wir gesagt, da geht beides, oder auch sowas wie die EPKs oder die Flowcharts. Welche Sprache es dann konkret wird, hängt aber jetzt nicht nur vom Betrachtungsgegenstand, sondern auch vom intendierten Einsatzzweck ab. Der intendierte Einsatzzweck heißt, wer ist denn die Zielgruppe für das Modell? Wer soll das Modell verwenden? Sind es Menschen oder ausschließlich Menschen, die Modelle verwenden sollen? Sind es vielleicht auch Maschinen, die diese Modelle verwenden sollen, im Sinne einer Ausführung zum Beispiel? Und wenn es Menschen sind, sind es Menschen, die einen Gesamtüberblick über den Prozess haben sollen oder die sich auf einzelne Teilaspekte fokussieren können sollen, vielleicht auf ihren eigenen Beitrag fokussieren können sollen. Das hilft dann dabei, die Modellierungssprache auszuwählen. Wäre es also etwas, was ausgeführt werden können soll, dann sind wir sehr schnell zum Beispiel bei der SBPM, die unmittelbar und vollständig ausführbar ist. Bei der BPMN gibt es bis heute aufgrund ihrer Komplexität in der Ausführung immer wieder Einschränkungen dessen, was tatsächlich ausführbar ist. Damit werden wir uns dann im Abschnitt 3 nochmal bei dem Themenbereich 3 nochmal beschäftigen. Geht es darum, dass ein Prozessmodell sehr einfach verständlich sein soll, dann werden wir uns vielleicht auf die Flowcharts fokussieren oder auf die SBPM fokussieren, weil sie ja sehr einfache Notation haben, aber gerade was die Flowcharts betrifft, eingeschränkt in ihrer Ausdrucksstärke sind. Geht es darum,
durchaus komplexe Sachverhalte darzustellen und das irgendwie noch handhabbar zu halten vom Umfang der Darstellung her, dann nehmen wir vielleicht die BPMN in ihrem vollen Ausbaugrad und brauchen halt dann Modellverwender, die entsprechend in der Verwendung dieser Sprache geschult sind. Am flexibelsten einsetzbar, um dann nochmal den letzten Punkt zu machen, ist sicher die BPMN, weil man die BPMN, wie vorhin erwähnt, einerseits für flussorientierte andere oder aktivitätsflussorientierte, andererseits auch für kommunikationsflussorientierte Anwendungen oder Prozesse, Darstellungen, Prozessdarstellungen verwenden kann und weil man auch in der Komplexität variieren kann. Ja, man kann ein reduziertes Symbolset verwenden, das sich dann sehr stark den Flowcharts annähert, das heißt nur die Gateways, die grundlegenden Ereignisse und die Aktivitäten und die Sequence Flows dazwischen. Und man kann es aber dann sukzessive steigern bis hin zu ereignisgesteuerten oder ja, ereignisgesteuerten Subprozessen, Transaktionshandling, was auch immer, wo es halt dann wirklich auch von der Notationssemantik der einzelnen Elemente her schon komplex wird. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die Antwort ist, kommt drauf an. Es haben wahrscheinlich auch immer die Organisationspolicies einen Einfluss. Das heißt, manchmal komme ich in eine Umgebung, wo schon eine Notation etabliert ist. Dann wird man wahrscheinlich eher mit der weitergehen, wenn es nicht einen zwingenden Grund gibt, auf eine andere Notation umzusteigen. Wenn alles zur freien Auswahl steht und man vielleicht auch noch nicht genau weiß, wozu die Modelle vielleicht irgendwann mal verwendet werden sollen, die man jetzt gerade erhebt, dann ist wahrscheinlich die BPMN nicht die schlechteste Wahl, weil man hier auch immer in derselben Sprache vielleicht auch weiterarbeiten kann, den Prozess gegebenenfalls dann weiter detaillieren kann, weiter ausbauen kann und so einen Gesamtprozess irgendwann einmal abbilden kann, der sämtliche, also nicht nur den Basisfall eines Geschäftsprozesses abbildet, sondern auch sämtliche Ausnahmefälle mitnimmt.